Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stone Shard. Wir haben das letzte Mal einen Dämon besiegt, der durch einen Stein sich verwandelt hat. Und jetzt haben wir einen neuen Charakter bekommen, sozusagen. Der saß hier am Tisch und wir konnten auswählen, was er genau ist, unter vier verschiedenen Typen. Und wir haben uns für die Magierin halt entschieden. Und die anderen waren, glaube ich, ein Schurke, ein Bogenschützen und ein Ritter, glaube ich. Ja. Und wie ich gesehen habe, haben wir nicht speichern können. Das können wir nur im Bett von Tavernen und Banditenlager, also Feldlager. Und ja, wir müssen natürlich wieder ein bisschen von vorne anfangen. Also das Tutorial ist ein bisschen getrennt vom Hauptcharakter, oder? Das ist eigentlich eine gute Idee. So läuft die gerade hier. Hallo? Kann ich dir helfen? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Okay. So, ich wurde gestört. Jo. Was wir nicht machen müssen, ist ein bisschen Fleisch holen von Wildtieren. Wir müssen schauen, dass wir nicht zu nah an das Banditenlager gehen. Da hätten wir schon mal etwas, aber das ergibt wahrscheinlich nicht so gutes Fleisch. Okay, das ist, glaube ich, auch kein Tier, das man denken kann. Und Wildtiere sind wahrscheinlich auch relativ streut. Ich sehe jetzt gerade nichts, okay. Wölfe. Das ist so eine Sache, die waren leicht, glaube ich. Hier. Ja. Das Kampfsystem ist halt nicht so eine Sache. Da muss man nicht halten. Was ist das so stark? Seit wann sind sie so stark, die Wölfe? Also schon, sie sind ja schon stark, aber so mega zäh, manchmal. Hallo. Ja gut, dann sterben wir halt wegen ein paar Wölfchen, ey. Ich hasse solche Spiele. Also das ist wirklich wir haben ja, glaube ich, nein, wir haben nicht. Also wir wurden, doch, wir wurden resettet, genau, das war gar nicht. Das ist so eine Sache, so unfair Spiele mag ich einfach nicht, wo man einfach so mega überrascht wird und so, also so. Gegner halt so massen overpowered sind an manchen Stellen. Ja, so zum Beispiel im Gothic habe ich das noch ein bisschen gut gefunden. Da hat man ja auch gesehen, welche Gegner stärker waren und so. Aber ja, als Neuling jetzt hier so überrascht zu werden. Wir hatten irgendwie leichte Wölfe das letzte Mal oder so. Das ist. Oh. Also, wenn man keine Chance hat zu überleben, das finde ich einfach so doof. Wenn man einfach mal nicht weiß, oh, die sind stark und so. Ja genau, überall nur Wölfe, kein einziges Rind. Es ist einfach nervig. Und dieses nervige Zeugs, das habe ich halt einfach als Eigenschaften vom Asperger-Syndrom. Im Gefühl, dass es mich einfach mehr nervt, oder? Weil eben mit der Hypersensibilität. Und das Spiel ist ja schon gut gemacht, aber manchmal hat man das Gefühl, man hat einfach keine Chance, man hat keine Informationen. Aber genau das macht mir auch ein bisschen motiviert, also es motiviert mir das Spiel mehr zu spielen. Viele Leute sagen, wenn sie irgendwas Schlechtes im Spiel haben, dann sind sie so mega demotiviert. Ich bin durch solche Probleme eigentlich schon mehr motiviert. Und es gibt wirklich kein einziges Reh, nur Wölfe.
Wir müssen, glaube ich, mal auf die Map schauen. Ich muss die Steuerung müssen nutzen. So. Interessanter Ort. Sind die in Osbrook? Nein, wir sind nicht in Osbrook. Es ist halt auf Englisch und wir haben es auf Deutsch gelesen. Entweder sind wir jetzt hier oder wir sind hier. Außenposte Jormos. Ist durchschnittlich. Haben wir links eine Mühle gehabt? Das weiß ich gar nicht. Ah, wir haben kein Weingut gehabt, dann sind wir hier. Also hier. Okay. Also Pilze haben wir. Da haben wir einen Fuchs. Der verschwindet. Okay, wir haben ihn erledigt. Der Fuchspelz. So. Also der droppt nichts. Außer Fuchspelz. Und Pelze kann man eigentlich gut verkaufen, scheinbar. Soll ich zum Außenposten? Ne, ich gehe noch nicht zum Außenposten. Es wird alles gut. Okay, Optimismus, sehr gut. Aber haben wir jetzt denn hier wirklich gar nichts? Wieso ist das so leer? Spiel. Hallo. Ich will etwas haben. Ein Bär. Bären sollte man aus dem Weg gehen. Das stand. Okay. Ja, weil eben ich bin ein bisschen ratlos in den ersten Part gewesen, weil ich gar keine Tipps gelesen habe vorher. Und jetzt habe ich immerhin ein paar Tipps im Steam-Forum, also der Diskussion, gelesen. Jetzt bin ich auch ein bisschen zuversichtlicher, aber es ist halt immer noch ein Hardcore-Spiel. Ich mag ja nicht, wenn die Spieler so mega vom Spiel erschlagen werden von Ereignissen. Okay, schade, dass wir jetzt hier... Oh Mann, muss das sein? Aber wieso sehen die mich so gut? Ich habe sie kaum gesehen und dann sind sie schon auf mich los. Okay. Wir müssen vorsichtig laufen, das ist die Tatsache. Wir haben noch null Chancen, wenn wir nicht leveln können. Wir können jetzt momentan nichts angreifen, es gibt kaum EXP. Außer eben die Tiere, aber die geben echt wenig. Wahrscheinlich nur die Wölfe und Bären. Aber es ist echt nichts los. Ja, genau. Ich bin mega lost auf Dungeons, aber wieso, wenn man nicht darf oder kann. Kommt jetzt wirklich der auch noch? Eieiei. So langsam nervt ein bisschen das Spiel. Nein, sicher nicht. Sagt, dass man eher schräg landen sollte. Machen wir das mal. Oh, wie groß ist das Gebiet? Ich werde sterben, wenn es so weitergeht. Ja, sicher. Wie zu viele Wölfe. Okay. Wildschweine sind natürlich. Ah, die können mit. Ja, gut. Ist ja gut, mach doch nicht so viel. Keine Chance, ey. Unglaublich. Was haben wir mit dem Spiel, was haben die am Spiel entwickelt? Wir sollten das nicht rausbringen, wenn es noch so unfertig und schwer ist. Verdammt nochmal, können die Entwickler nichts mehr machen? Also egal welche Entwickler. Jedes Spiel hat am Anfang mega Probleme. Ja, okay, heute ist los.
gehen mal nach unten. Aha. Mach's ja. Wir brauchen hier keine Söldner. Ja, die waren nicht so beliebt. Also es ist wirklich Realität gewesen früher. Dass Söldner natürlich schon ein bisschen teuer waren und so. Und halt auch eher negative Sachen gemacht haben scheinbar. Aber gut, wir sind ja Magier, wir machen positive Sachen. Also wir würden ja wahrscheinlich als Hexe auf dem Scheiterhaufen landen. Im Real Life, im Mittelalter. Ein Nix. Ich habe wieder ein Nix gefunden. Wunderbar. Komm, wir spielen weiter Nix. Hase ist feindlich? Seit wann ist ein Hase feindlich? Der greift an mit einem Doppelkick. Wo? Ich sehe kein Hase. Komm, lassen wir Füchse in Ruhe momentan, wenn wir noch nicht so stark sind. Oder eigentlich sollte ich Füchse angreifen, aber der hat Angst. Der Arme. Ein Hase. Und schon wieder weg. Ach Gott. Gib mir. Es geht manchmal einfach nicht. Leute, kann ich mir abhauen. Ja. Ein EXP, nichts gedroppt. Das lohnt sich nicht. Okay. Eventuell liegt hier dann mal irgendwas. Aber ja, die Volltreffquote ist natürlich sehr gering. Ja, was muss ich jetzt machen, damit ich im Spiel vorwärts komme? Ja, sicher. Das war mein Magier. Ich werde sofort wieder sterben. Ich weiß nicht, was man machen soll. Keine Ahnung. Sicher noch Wölfe? Ja, genau. Genau, wir locken sie dorthin. Okay, wir greifen den. Oh. Wie viel? 25, 26 XP. Er ist tot. Sehr gut. Können wir irgendwie den Wölfen, also an die Leiche kommen? Beziehungsweise er hat jetzt also nichts gedrückt. Oh Gott. Ich bekomme noch Gänsehaut. So, was machen wir jetzt? Es ist die Frage, wir müssen irgendwie Geld verdienen zuerst. Ja, Pilze sammeln am besten. Damit wir nicht verhungern. Ja, und am besten jetzt gegen Norden, zurück ins Dorf. Ja gut, aber ich möchte laufen, nicht immer irgendwas anklicken müssen. Endlich mal. Wow. Kommt jetzt der Wolf nach? Wir sind doch von oben gekommen, oder? Okay, jetzt. Nein! Hä? Wo ist das Dorf? Da unten? Okay. Aber zumindest haben wir ihn mal abgeschüttelt ein bisschen. Ich hoffe, er kommt nicht nach. So, machen wir das Inventar auf. Ja, wir haben sehr viele Pilze. Wir haben den Stab nicht ausgerüstet. Stimmt. Aber im Stab ist jetzt nicht so nötig, weil er keine Bonis hat. Aber ich habe gemerkt, wir brauchen einfach einen Nahkampf.
Haben wir uns verirrt? Wir sind doch von oben gekommen. Trotzdem sind wir von unten gekommen. Wieso musst du angreifen, hä, Schlange? Und die finden mich sofort. Das ist nicht fair. Ja, sicher. Bald tot und so weiter. Ja, genau, noch Volltreffen. Vertäubt. Man hat keine Chance. Man hat in diesem Spiel nichts. Nicht mal eine winzige Chance. Verdammt. Nicht mich das. Ja, die müssen das unbedingt fixen, ey. Das kann doch nicht sein. Also, wir sind nach unten gegangen und konnten das Dorf nicht mehr finden. Hä? Wo ist die Logik? Wo ist da die Logik? Wo ist die Logik? Ist es zufallsgeneriert? Kann schon sein, dass es zufallsgeneriert ist. Dass man echt sich verirrt. Also, dass, wenn man jetzt runter geht und wieder rauf, dass man dann nicht mehr im Dorf ist. Hä? Versteht sich wer. Aber, ja. Eventuell werde ich halt dann das Let's Play einfach später mal fortführen, wenn das mal ein bisschen besser ist. Wir können auch nicht schleichen, wir können nix, oder? Ja. Oder wir müssen zu Karawane direkt gehen. Kann auch sein. Aber auf jeden Fall möchte ich da noch kurz wissen. Ja, wir haben nur 10 Vitalität, genau. Müssen wir höher machen. Ich wollte wissen, können wir mal einsetzen hier. Brauche ich doch nicht. Hallo! Blöde Verzauberung. Ah ja, beim Zauberbuch. Nein, beim Zauberbuch. Ja. Bei Stäbe. Ist wirklich nichts Magie. Aber es gibt eine Magie. Magiemeisterschaft, genau. Okay, aber das ist grau. Gut, hast du verfehlt. Eine Schlange. Ist so mega unsichtbar. Okay. Also wir haben jetzt ein ganz anderes Gebiet. Jetzt ist ein Weg nämlich hier. Jetzt gehen wir den Weg mal entlang. Und hoffen auf etwas, was wir finden. Irgendwie muss es doch weitergehen. Oh ja. Mist. Ist schneller als wir. Jetzt. Nein, jetzt ist es unsichtbar. Jetzt? Können wir durch den Busch? Sehr gut. Noch ein bisschen Barbecue machen. Und jetzt. Ich hab hier geklickt, das hat man gesehen. Hier das Spiel. So, jetzt haben wir auch Fleisch. Ich habe nur ein Wildbret. Liebe Entwickler, ein Spiel, das realistisch sein sollte, sollte auch ein bisschen mehr Wildbret in einem Tier beinhalten. Oh Gott, ich habe das nicht gern, wenn die Spiele immer so ganz, ja, sparen mit ihrem Loot. Wie zum Beispiel Champions of Regnum. Ich glaube, wir sterben jede Sekunde. Aber okay, immerhin könnten wir jetzt leveln. Ja, das ist immer dieses Zufall. Wenn ein Spiel irgendwie zufallsgenerierte Level hat oder so, dann kann es wirklich sein, dass man gar nicht vorwärts kommt. Weil man immer schwere Gegner hat. Oh, da
dreimal Crit. Der hat gesessen. So, jetzt geht's mir auch wieder ein bisschen besser. Das Spiel muss halt auch echt. Ja. Ein bisschen gnädiges sein. Hä? Okay, jetzt sind wir in diesem Gebiet scheinbar. Oder ja, ziemlich das gleiche Gebiet, wo wir gestorben sind. Muss aufpassen. Das Problem ist, wir sind so langsam, dass wir, wenn wir einen Gegner treffen, nicht abhauen können. Und das muss natürlich... ja... irgendwie vermieden werden. Okay, immerhin eine Wiese. Ein bisschen Abwechslung. Ich will einen Schmetterling. Ich möchte einen Schmetterling. Ein Mohn. Wir haben genug Platz. Ein Horrortrip auslöst. Genau. Schachtel haben wir, ist ein bisschen giftig. Wieso sind die so mega groß? Okay. Ja, so zwei Handwaffen sind genauso groß wie ein Leder. Das macht keinen Sinn. Okay, der Stab ist gar nicht. Nein, der Stab ist auch gleich groß. Okay. Thymian, das ist doch sehr bekannt. Das ist sehr gut. So, einfach mal ein bisschen besser noch anordnen. Der Mond, der Mond ist eben dies. Okay, das können wir auch verkaufen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir sind und deshalb verlieren wir uns wahrscheinlich. Ach komm. Was wollte ich? Map. Wir sind irgendwo. Ah, hier wahrscheinlich. Wir sind hier und müssen nach Norden. Jetzt verstehe ich das auch ein bisschen mit dem Map-System. Mist. Okay, wenn sie nicht weit weg sind... okay. Was sollen wir tun? Gehen, glaube ich, zu diesem kleinen Dorf. Ja, nein. Okay, sie haben abgelassen. Also, sie können uns nicht folgen. Sehr gut. Sie kehren wahrscheinlich dann wieder zurück, wenn sie sehen. Ein Wildschwein. Okay, es haut ab. Ja, mal schauen. Ich muss unbedingt leveln. Ich brauche den Zauber, den guten, den Strahl. Okay. Das ist immer das Beste an das muntert mich auf. Okay. Hier ist gewählt. So, Fliegenpilze mal rauswerfen. Eine Schlange. Und das Hirschleder. Minzwurzel. Und Mohn raus. Hey, hallo? Leder. Schlinge. Und das Wildbret können wir auch mitnehmen. Habe ich da das gesehen? Auch nochmal ein Ring. Ganz knapp nicht.
hoffe, das klappt jetzt. Das ist nie kein Monster in der Nähe. Der Level ab. Kann doch nicht sein. Ach komm, ey. Liebes Spiel. Es ist schon nervig, so ein kleines Inventar zu haben und ja, immer wieder missklicken oder so. Okay, das ist ein gutes Gebiet, das merken wir. Wildschwein, ja, fliehen. So, Dehydration. Okay. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch zurück. Jetzt. Schade, dass die Welt hier nicht so langsamer werden. Ich muss abhauen. Das ist mir zu gefährlich. So. Oh, schade. Ja, genau. Zu viele Wölfe. Wo kommen denn die Wölfe her? Ich weiß es nicht. Und wieso sind die so gut im Entdecken? Ich weiß es nicht. Okay, Wolf, geh auf ihn. Sehr gut, greift an. So. Und du, Wolf, gehst weg, bitte. Schaffen wir das nach Hause? So ein Mist, jetzt ist der Wolf natürlich immer dort. Ja, wir nehmen jetzt die Maschette sowieso nicht mit. So ist der schneller. Oh ja, Brände der Wölfe sind gut. Okay. Ja, die Manschette nehmen wir nicht mit. Oder was ist das? Einfach so ein breites Schwert oder so. Das sah aus wie eine Manschette. Okay, und jetzt müssen wir nach Norden wieder gehen. Ist irgendwas passiert? Jemand ist explodiert. Hunger. Der ist aber bald ab. Goldzahn. Ja, gibt da nicht so viel. So, Fleisch nehmen wir mit, dafür können wir eigentlich das Billigeres von den Pflanzen wegwerfen.
Ja, Fleisch nehmen wir mit, das haben wir Platz. Und 80, 50. Wieso gibt ein Fuchsfell mehr als ein Hirschleder? Okay. Komisch. Also können wir nichts machen. Hier, ne? Gut, dann gehen wir einfach jetzt noch ins in die Taverne. Okay. Das ist scheinbar der falsche Weg. Gut, die kommen nicht nach. Sehr gut. Puh. Alles gut, wenn sie brennen. Gut können wir die Gegner schon killen, aber ja, es braucht natürlich schon viel mehr. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn wir abhauen, nicht so gute Chance haben, als wenn wir gleich angreifen. Also deshalb nicht abhauen, wir sind noch zu langsam. Noch keine guten Schuhe scheinbar oder so, sicher auf den Schuhen. Ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Dass wir mehr Runden machen können als die Gegner. Irgendwie so etwas, aber ja. Ich habe ja das gewollt, dass ich eine schwere Klasse für den Anfang mache. Magier wird vielleicht am Ende ein bisschen stärker sein, aber am Anfang wird es schwerer sein. Ja, deshalb. Ja, wir werden ja sehen. vielleicht habe ich wirklich das Schlechteste genommen, oder? Aber okay. Also ich möchte gerne auf Blitz gehen und nicht auf Feuer. Also ich werde Feuer doch ein bisschen machen, aber eher auf Blitz gehen. Aber wo Zauberbücher herkommen, ich weiß es nicht. Also war das leider eine bisschen längere Folge, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gut unterhalten. Also müsst ihr nicht alles schauen. Ja, ja, niemand hat Zeit zu reden. Dann schlafen sie. Oh, ich muss erst ein Gastwirt sein. Ganz viel mit ganz viel Leder übernachten. 4 Stück. Können wir mal hier das reinlegen? Ich möchte gerne einen Thymian. Und das nehmen wir am besten mit. Ja, Schachtel haben wir rein tun. Und der Rest. Einen Goldzahn vielleicht reintun. ich schlafe mal eine Stunde. So, frisch. Ich bin frisch, okay. Das hat jetzt gespeichert. Okay, Johannes schläft, dein Spiel wurde gespeichert. Gut, dann danke schön fürs Schauen. Bis zur nächsten Folge von Stone Shard Let's Play. Tschüss.